Hallo, ich möchte euch heute die zwei High-End-Panoramen-Verstellmöglichkeiten zeigen, die Arca Swiss anbietet. Das ist zum einen hier haben wir das GP Geared Pan und danach zeige ich euch das Click Pan, wofür das eine gut ist und wofür das andere gut ist. Beim GP ist es so, wenn ich hier diesen Hebel öffne, kann ich das Panorama ganz einfach manuell bewegen. Wenn ich das GP leicht fixiere, habe ich hier über ein Getriebe ein super, super, super fein Justage. Wofür brauche ich das? In meinen Augen ist es vor allen Dingen für einen Fotografen, der beispielsweise Innenarchitektur fotografiert, wenn er die Wand parallel abbilden muss. Da kann es passieren, dass man eben noch mal ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen nachjustieren muss, dass sowohl der Boden, Wand, als auch Decken, Wandabschluss parallel zueinander sind. Und das sind manchmal wirklich nur ganz, ganz kleine Millimeter, die man noch bewegen muss. Und dann stimmt's und dann ist man soweit. Da hilft wirklich das Getriebe viel. Jetzt zeige ich euch das ClickPan, wofür das gut ist. Das ClickPan Panorama erkennt man hier an dieser Riffelscheibe. Ich habe im Moment off, das bedeutet, ich kann wieder das Panorama stufenlos drehen, wenn ich es geöffnet habe. Und dann habe ich die Wahlmöglichkeiten von 6 Grad bis 40 Grad, gibt es verschiedene Unterteilungen. Also ich stelle es jetzt mal hier auf 24 Grad und wenn ich dann mein Panorama öffne und drehe, dann klickt das Panorama automatisch immer bei 24 Grad. Das hilft ungemein einem Panoramafotografen, wenn er eben ganz schnell von einer sicheren Endposition auf die nächste Endposition kommen will, dann reicht es, wenn man einmal durchguckt, sich entscheidet für einen Winkel, der eben zum Objektiv, zur Brennweite passt. Und dann weiß man genau, okay, ich fange links an, 1, Klick, 2, Klick, 3, Klick und ich habe mein ganzes Panorama super sicher abfotografiert. Kann das dann nachher im Programm zusammenstitchen, so wie ich muss. Ich als Landschaftsfotograf würde mir keinen Kopf mehr ohne das ClickPan wünschen. Viel Spaß beim Fotografieren!